Ja, liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen. Wir sind in Porto, wo heute Abend der Kracher in der Europa League stattfindet zwischen dem heimischen FC Porto und dem BSC Young Boys. Wir werden natürlich nicht verpassen, euch kurz mal den FC Porto, sein Stadion und überhaupt die ganze Stadt ein bisschen näher zu bringen. Partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Grösser hätte ich auch noch gerne in diesem Portugal. Leck, so die Eide, grösser in diesem Portugal. Lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço. Estou jetzt hier vor dem Estádio do Dragão. Rein können wir nicht. Es ist klar, heute Abend wird hier der Match steigen zwischen dem FC Porto und der berühmten Berner Young Boys. Ein paar Zahlen und Fakten zum FC Porto. Gegründet wurde ist er 1893, also 5 Jahre vor IB. Hat seit seinem Bestehen schon 28 Mal können den portugiesischen Meistertitel und 16 Mal den Cup-Sieg feiern. Die grössten Erfolge hat er auf internationalen Parketten erreicht. Einer ist der Cup der Landesmeister und einer ist der Nachfolger von dem Cup Champions League unter José Mourinho. Ebenfalls unter José Mourinho hat man den UEFA Cup gewonnen und später auch noch die Europa League. Oh!